So, nachdem ich letzte Woche ja was Schönes gebastelt habe, wollte ich heute dem Rest von euch auch mal so ein bisschen das Thema Edifact bzw. das Thema Marktkommunikation ein bisschen näher bringen. Und habe mir gedacht, ich stelle da einfach mal ein bisschen was vor. So, was ist dieses Edifact? Naja, dieses Edifact ist irgendwie so ein 70er-80er Jahre Protokoll von wie man irgendwie Daten austauscht. Und naja, irgendjemand hatte sich das mal ausgedacht und hatte es dann quasi der UN als Standardisierungskomitee übergeben und gesagt, have fun, tut Dinge damit. Und dann hat man auf Basis quasi dieses minimalistischen Standards, was Edifact ist, quasi hingegangen und hat haufenweise, ich nenne sie mal branchenspezifische Unterdokumentstandards entwickelt. Hier so eine schöne Liste von Dingen, die die Wiki irgendwie kennt. Und die, um die es konkret geht, das sind die, die unter, oder die, um die es konkret bei meinem Bastelwerkzeug ging, geht primär um die, die hier mit Ediet Energy zu tun haben. Geschäftsprozesse, Kundenbelieferung mit Elektrizität und Gas und Messwertsübertragungen und all diese lustige Abenteuer sind verbandelt hauptsächlich in dem MS Cons und dem UTIL-MD. Und da wollte ich euch so ein bisschen was mit drüber näher bringen. Jetzt natürlich das erste Ding, ich habe gesagt 70er Jahre und relativ einfaches Datenformat. Naja, die Leute haben sich was ausgedacht, das sieht so ungefähr aus wie XML. Nur halt ein bisschen abenteuerlicher. Also, am Ende des Tages hat man eine so eine Nachricht oder eine so eine Textkolonne mit haufenweise Dingen. Und um die irgendwie zu lesen, braucht man jetzt hier so ein paar Erklärungen. Also, jedes Statement beginnt quasi da vorne in der Zeile und beendet sich hinten bei dem einfachen Anführungszeichen am Ende der Zeile. Quasi, dass es umgebrochen wird in eine neue Zeile, ist nur der Menschenlesbarkeit. Im echten Edifact wird dieser Zeilenumbruch nicht gebraucht. Ist in den meisten Dokumenten auch überhaupt nicht drin. Und dann sieht man hier so schön, jede von den Zeilen fängt irgendwie vorne mit so einem Drei-Zeichen-Identifier an. Der sagt irgendwie quasi, was für ein Statement da jetzt kommt in dieser Zeile. Und dann wird den meisten von euch auffallen, dann kommt direkt da hinten dran so ein Plus. Das Plus ist quasi der Gruppenseparator. Und innerhalb von Gruppen können nochmal mehrere Datenpunkte auf einmal kommen. Oder Datenelemente heißen die in der Spec und die werden dann mit dem Doppelpunkt getrennt. Und genau. Felder dürfen leer sein und Felder, die quasi am Ende sind, sind irgendwie optional. Also ich könnte hier zum Beispiel hinter dem XX noch so 12 Felder weiter haben, die halt alle leer sind und die darf ich dann alle weglassen, indem ich einfach aufhöre zu schreiben. So. Und dann gibt es noch das wunderschöne Abenteuer. Naja, was ist mein Escape-Char, wenn ich Plus und Doppelpunkt verwende? Edifact verwendet als Escape-Char das Fragezeichen. Und wer besonders verrückt ist, der sieht hier die erste Zeile. In der ersten Zeile, diesem UNA, steht quasi drin, wie meine Syntaxregeln aussehen. Zum Beispiel das Fragezeichen, was hier gehighlightet ist, sagt, was der Escape-Char ist. Und dieses Leerzeichen da hinten dran heißt, nimm den Default-Dezimal-Separator, also was quasi Komma und Punkt ist. Und wenn man da ein anderes Zeichen einträgt, zum Beispiel, keine Ahnung, einen Hashtag, dann ist halt in Zukunft für den Rest des Dokuments Hashtag der Dezimalseparator. Was zu sehr lustigen Abenteuern führen kann. Genau. Und das ist hier jetzt einfach so ein kleines Beispiel aus der Wiki für irgendwie was mit Bestellungen. Und dann muss ich hier so ein bisschen reinzoomen.
Da gibt es von der UNCE so eine schöne Liste von irgendwie allen möglichen Codes, die man so irgendwie in diesem Edifact kennt. Das sind ewig lange Dokumente mit ganz vielen Links zu, wie sie aufgebaut sind. Die sind in dem ASCII-Dokumenten hier irgendwie gar nicht so geil anzuschauen, ist irgendwie meine Erfahrung. Und dann gibt es quasi die deutsche Standardisierungsbehörde dazu. Das ist das EDIAT-Energy oder die BDEW. Und die publizieren halt das, was es hier so als so Plaintext zu sehen gibt, auch nochmal als PDF so ein bisschen. Und eins der Dinge, was die halt hier haben, was die UNCE halt überhaupt nicht hat, ist dieses Diagramm ganz am Anfang, was quasi so ein Abstract Syntax Tree malt. Dass es einem sehr viel einfacher macht, diese Dokumente zu parsen und den Überblick zu behalten. Ja? Die gibt es auch, die habe ich nur noch nicht gefunden. Also wenn ich hier mal durchscrolle. Das kannst du mir nachher mal zeigen. Es ist gut versteckt. Genau. Und dann, ne, dann sieht man hier zum Beispiel, die haben hier aufgeschrieben, welche Elemente quasi kommen. Und dann hat man hier UMB, UNH, BGM. Das ist zum Beispiel das erste, was quasi Inhalt ist. Und dann kann man da zum Beispiel einfach mal runterscrollen. Und dann steht hier in der Beschreibung auch drin, quasi wie der Aufbau ist. Also hier sieht man zum Beispiel, es gibt das Segment 001 und das Segment enthält zwei Datenelemente. Und das erste ist halt irgendwie die Synterkennung und das zweite ist die Versionsnummer. Und die erwarteten Werte sind hier halt UNOG und 3. Und dann kann man hier unten zum Beispiel durchschauen, die Teilnehmerbezeichnung. Da sieht man dann zum Beispiel die Marktpartner-Identifikationsnummer. Ja, ich weiß, dass ich out of battery bin. Gibt es die Marktpartner-Identifikationsnummer und dann gibt es passend dazu auch noch die Information, wer eigentlich diese Nummern ausstellt. Und dann kann man sich durch dieses Dokument und seine hunderte Seiten durcharbeiten und dann stellt man zum Beispiel fest, manche von diesen Feldern sind zum Beispiel Conditional. Und da gibt es zum Beispiel den Ansprechpartner, CTA Contact, der nur innerhalb von diesem Segment 4 sein darf, was nur innerhalb von dem Segment 2 sein darf, was ich aus irgendwelchen anderen Dingen identifiziere. Und das ist wieder hier oben in quasi diesem AST so ein bisschen encoded, wie ich da hinkomme, was Segment 2 ist, was Segment 4 ist. Und die hierarchischen Bedingungen dazu. So, da kann man sich jetzt einen Parser bauen. Das ist das, was ich irgendwie in der letzten Woche mal gebastelt habe. Das ist gar nicht so schwer. Ich meine, der erste Schritt ist es natürlich hier erstmal dieses Ding irgendwie einzulesen, Segmente rauszuziehen, Datenelemente rauszuziehen. Naja, das ist halt einfach String.split. Ich splitte auf Plusse und auf Doppelpunkte und muss irgendwie Rücksicht auf die Escape-Chars halten, damit ich natürlich so ein Fragezeichen Plus nicht mitsplitte. Ist jetzt nicht ganz triviales String-Split, aber ist jetzt irgendwie nicht kompliziert. Und naja, die nächste Baustelle ist es dann halt irgendwie diese existierenden Command-Codes irgendwie zu identifizieren. Und die ganzen Felder, die da irgendwie hinten dran kommen, irgendwie mal alle zu benamseln. Und dann irgendwie zu checken, dass da irgendwie sinnvolle Werte drinstehen. Und dann irgendwie das Ganze extrahieren in eine Datenstruktur, mit der man als Entwickler mehr anfangen kann. Und dann gibt es noch das Abenteuer Validierung. Da gibt es hier ein wunderbares Dokument, das ist nur 165 Seiten lang. Das andere Dokument, was ich euch gezeigt habe, war 53 Seiten lang. Das hier ist jetzt 165 lang.
und beinhaltet eine Liste von Validierungen, die man an jeder Stelle irgendwie zu tun hat, um zu prüfen, dass das Dokument, was man bekommen hat, irgendwie sinnvoll ist. Und es endet natürlich nicht damit, dass man das Dokument prüft, ob es sinnvoll ist. Nein, eine der Tasks, die man am Ende zu tun hat, ist natürlich auch eine Datei zu generieren, auch im Edifact-Format, in der Fehlermeldungen drinstehen, die man dann an die Originalquelle zurückgibt und sagt, da ist Fehler, fix. Das heißt zum Beispiel entweder, ich kann die eine Meldung zurückgeben, so, Dude, du hast mir gequirlte Scheiße zurückgegeben, die kann ich nicht parsen, oder Dude, du hast mir Daten gegeben, die sind zwar schon parsbar, aber die verletzen das Anwendungshandbuch. Irgendeine dieser Regeln, die hier auf 165 Seiten beschrieben werden. Und schickt dann seinem Marktpartner eine wunderbare Nachricht in eben diesem Edifact-Format, in quasi dem Antwortformat, das nennt sich dann Control- bzw. Apparat, je nachdem, ob Syntaxfehler oder Anwendungshandbuchfehler. Und der darf sich dann die Abenteuer machen, seine Daten zu korrigieren oder seinen Edifact-Writer zu fixen und sinnvolle Nachrichten zu schicken. Musst du wirklich zugeben, was welches Feld genau fehlerhaft war, oder kannst du auch noch schon sagen? Also zugegebenermaßen, du kannst einfach sagen, es gibt einen Fehler, aber auch zu dem Fehlerdokumenten gibt es Anwendungshandbücher, in denen drin steht, wie die Fehler zu produzieren sind. Und ja, da steht drin, du sollst möglichst genau sein. Weil am Ende des Tages landet das bei einem armen Menschen auf dem Schreibtisch und der muss irgendwie rausfinden, ist unsere Datenhaltung falsch, ist deine Datenhaltung falsch und. Aber natürlich, ne, wenn da ein Syntaxfehler drin ist, dann geht es halt an die Entwickler gleich. Genau, und dann habe ich hier mal so ein schönes Beispieldokument. Das ist irgendwie von diesem Ediviewer, das ich da zwischendurch auch mal gezeigt habe. Das ist so eine ewig lange Liste von irgendwie zwei Datumsangaben und einer Mengenangabe. Und naja, die Mengenangabe ist halt quasi, wie viel Strom oder Gas oder whatever er in diesem Zeitraum hier verbraucht hat. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das ist jetzt nicht irgendwie das besonders platzsparendste Format, was es so gibt, um solche Daten zu encodieren. Und dann gehe ich einfach mal hin, schmeiß da mal mein Tool drauf, um das einzulesen und anzuzeigen. Und ich warte. Und da sieht man jetzt zum Beispiel irgendwie, der hat zwischen dem 30.12. und dem 3.2. irgendwie eine ganze Menge Strom so verbraucht, so viertelstündlich quasi einen Messpunkt. Was? Da gehst du zum Messstellenbetreiber deiner Wahl und nervst ihn. Vorausgesetzt, du hast so einen EHZ oder einen Smart Meter oder whatever. Also die Antwort ist wahrscheinlich nein. Aber wenn zum Beispiel dein Messstellenbetreiber deine Daten an deinen Netzbetreiber gibt, um die Abrechnung zu machen und so, oder um dich abrechnen zu lassen, dann überträgt er genau solche Kurven für so einen Smart Meter in dem eben genannten MS-Cons. Wenn du jetzt natürlich so einen klassischen Haushaltszähler hast, so ein Ferraris, dann kommt halt einmal im Jahr jemand, misst den Messwert ab und dann wird halt ein so ein Datenpunkt übertragen. Kannst du nicht mit dem neuen intelligenten Messsystem, was du auslöst, kannst du da nicht eine Hardschnittstelle oder so? Ja, aber die gibt er das schon nicht als MS-Cons raus. Die gibt er das dann irgendwie als, keine Ahnung, MBus oder so, Datenpakete raus. Wenn die IMSIs müssen. Die müssen über die Hahn-Schnittstelle da schon Daten zur Verfügung stellen. Die Frage ist halt immer, in welchem Format. Wenn sie sinnvoll sind, geben sie es dir halt einfach als MBus, quasi was sie halt auch nach außen kommunizieren würden.
Genau. So, irgendwie Fragen zu diesem ganzen Thema, Edifact, MS-Cons, Spiele im Energiemarkt? Nein. AS4 ist dann komplett XML, weil aus irgendwelchen Gründen. Ja, genau, also ne, Balu hat eben noch über das AS4 geredet, also quasi die ganzen Marktkommunikationen aktuell laufen so aus: da produziert jemand so eine EDIFACT-Datei, packt die in eine E-Mail, die speziell formatiert sein muss, schickt die ab, irgendjemand auf der anderen Seite empfängt die, holt sich diese Daten wieder da raus, wirft die in sein System. Wenn die Firma intelligent ist, hat sie das Ganze voll automatisiert. Das Problem ist, die wenigsten Firmen in diesem Energiemarkt sind irgendwie intelligent. Das heißt, die machen alles mit Handarbeit. Oder die meisten machen alles mit Handarbeit. Und ja, die meisten Firmen da draußen sind unglaublich masochistisch. Zum Beispiel eine gewisse Firma mit M und eine gewisse Firma mit E wirft da einfach mehrere hundert Mitarbeiter drauf, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die E-Mails aus dem E-Mail-Konto zu nehmen, die EDIFACT-Anhänge zu nehmen und in ihr System mit Copy und Paste einzufügen. Genau, weil E-Mail einlesen ist irgendwie was Schwieriges. Und dann gibt es halt, dann gibt's halt Firmen, ne, die machen das halt irgendwie automatisch, weil es ist offensichtlich ein Format für einen automatisierten Prozess. Genau. Und naja, dann hat man irgendwann so gesagt, naja, dieses Ding mit den E-Mails ist irgendwie schon ungeil, lass doch mal in Zukunft HTTP-Calls machen. So als direkte Kommunikation. Ja, das Ding mit E-Mail ist halt, E-Mail ist ein furchtbar unreliable Transport Protocol. Wo halt zum Beispiel bei Microsoft und Google gerne eine E-Mail als zugestellt markiert wird, aber in Wirklichkeit sie einfach im Hintergrund verworfen wird. Und dann kam sie auf die Idee, okay, lass doch einfach HTTP-Calls machen und die Payload darüber senden. Und dann kamen irgendwelche Genies auf die Idee, anstatt dass man das EDIFACT, was man doch die letzten 50 Jahre eh schon verwendet hat, über den HTTP-Call zu schicken. Nein, wir machen das Ganze jetzt als XML. Das ist AS4. Ja, mal schauen, was daraus wird. Es ist derzeit noch optional, es soll irgendwann demnächst required werden. Es soll ab April verpflichtend werden. Dann wird es. Genau. Es ist alles eine Frage, wie masochistisch du bist gegenüber deinen Mitarbeitern. Also, es geht schon alles irgendwie, aber bitte nicht. Genau. Darf sonst noch was sein? Genug Abartigkeiten für einen Abend, ja? Du kannst. Also. Also, to be fair, EDIFACT sieht vor, dass du das in der UNA-Nachricht spezifizieren kannst, was du gerne da hättest. In der Praxis würde ich sagen, wenn du abweichst von dem Fragezeichen, Leerzeichen, wird wahrscheinlich 30% der Marktpartner da draußen die einfach die Nachricht fehlen, sagen Syntax-Error. Genau, also. Ja, also, ich würde sagen, 30% werfen dir einfach einen Syntax-Error, kommen darauf überhaupt nicht klar. Vom Rest. Your mileage may vary. Die definiert keine Zeichensätze, ja. Ja, also technisch gesehen, im Anwendungshandbuch steht irgendwie drin, wie die Dinger enkodiert sein sollen.
Aber abgesehen von irgendwelchen Freitextfeldern gibt es da eigentlich nichts, wo irgendwie mehr als normales ASCII drin vorkommt. Und bei den Freitextfeldern ist es halt so, es ist drin. Ja, da steht drin, das ist ein ASCII-Feld. Und ja, die können kein scharfes encoden, da steht drin, du sollst es als SS encoden. Das ist zum Beispiel mit ein Grund, warum man bei Fluglinien lustige Probleme hat, wenn man zum Beispiel den Vornamen in der Bestellung abkürzt auf M. Ja, weil M ist eigentlich die Abkürzung für Mister. Und weil zum Beispiel in dem Flugbuchungsmarkt die Leute auch Edifakt miteinander reden, aber alle irgendwie unterschiedliche Standards reden und keiner Zeug richtig implementiert, kommen die Leute halt auf ganz wilde Ideen, irgendwie Felder zu parsen und zu schauen, was da drin steht. Und M ist halt häufig die Abkürzung für männlich oder male. Und wenn ein Vorname halt mit M anfängt, ups, ja, da gibt's ganz lustige Probleme. Story for another day. Genau. So. Darf es noch was sein? Sehr schön.